Leute, willkommen zum zweiten Teil meiner XX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 
gerade erst anfängt. Klingt sau cool. Und ich musste es haben und ich finde, das Cover ist wunderschön. Das ist nämlich, also die Schneeflocke und die Schrift ist so rau. Also ist sehr, sehr cool gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist eine sehr große Schrift, also ich glaube, das liest man super schnell weg. Aber das sage ich zu allen Büchern. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, was auf der Buchpreis-Longlist ist. Es hat leider nicht in die Shortlist geschafft, aber es hat mich einfach angesprochen. Deswegen habe ich es mir gekauft von Walter Novak. Nein, von Julia Wolf. Walter Novak bleibt liegen. So. Ich kann euch gar nicht sagen, worum es gar hier genau geht, denn hier steht hinten drauf nichts außer irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Presseschreiben und Zeitungen. Auf jeden Fall hat mich das sehr angesprochen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber ich weiß, dass ich es haben wollte. Hier steht eine großartige Männerstudie. Mit kühlem Blick registriert die Autorin das Sterben eines Alpha-Tiers. Also es geht natürlich um einen Walter Novak, also um den Mann. Und irgendwie sein Absturz von Mega-Manager zu nix. Also ich weiß nicht, irgendwie so in die Richtung ging es. Auf jeden Fall hat mich das sehr angesprochen, deswegen habe ich mir das geholt. Dann musste ich haben von der Autorin von Nichts ist dir vergessen, was ich ja super cool fand und so toll fand, ihr neuestes Werk, und zwar Kalte Seele, dunkles Herz von eben Wendy Walker. Ja, sie hat dieses Dark Memories, Kalte Seele, dunkles Herz geschrieben. Quatsch, Nichts ist ihr vergessen. Was rede ich denn da? Und das ist ihr neuestes Werk und deswegen musste ich es haben. Ich finde das Cover cool. Es ist glitzert so, wenn man je nachdem, es hat Regenbogenfarben und ja. Ich stand frierend im Wald, vor Furcht erfüllt und Ich stand frierend im Wald, von Furcht erfüllt zu scheitern. Es stand so viel auf dem Spiel. Sie mussten mir meine Geschichte glauben. Sie mussten Emma finden. Und um Emma zu finden, mussten sie nach ihr suchen. Es hing alles von mir ab, ob meine Schwester gefunden wurde. Ja. Bin sehr gespannt, ob das wieder so ein bisschen psychologisch wird oder ob das nur ein einfacher Roman ist, wie es hier drauf steht. Sehr, sehr gespannt und ja. Ich fand das erste Werk von der Autorin toll. Ich muss natürlich das zweite lesen, ist ja klar. Dann habe ich auf Instagram gepostet, habe ich mir beim Drachenmond Verlag was bestellt. Und zwar Bin Hexen, wünscht mir Glück von Liane Maas. Das Ganze ist mit einem Lesezeichen und signiert. Und ich finde es toll, wenn man es beim Drachenmond Verlag direkt bestellt. Dann bekommt man immer so coole Gimmicks, wie zum Beispiel eine Signatur persönlich drin. Hexe Prim hasst die Magie. Bei keinem einzigen Zauberspruch kann sie sicher sein, was am Ende daraus entsteht. Kein Wunder, dass Prim nur äußerst ungern hext. Doch das ist nun einmal Pflicht, sonst spielt die Magie vollkommen verrückt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird die Zauberwelt auch noch vom Hexenjäger Liam enttarnt. Der ist nicht nur sexy und gefährlich, sondern auch magischerweise mit Prim verbunden. Was das angeht, ist die Zauberwelt unerbittlich. Prim muss das Herz des Jägers erobern, um die Magie zu beruhigen. Doch wie soll sie das machen, ohne ihn von ihm verhaftet zu werden? Klingt nach einem super humorvollen Buch. Ich fand das Cover so süß. Ich fand die Geschichte klingt so mega nach so einem richtigen Unterhaltungsbuch für kuschelige Abende. Und ja, ich hatte einfach Bock drauf und deswegen habe ich es mir bestellt. Es ist wie immer wunderschön aufgemacht. Die Seiten mit oben Verziehungen. Ja, ich liebe einfach den Drachenmond Verlag und deswegen habe ich es mir bestellt. Und natürlich direkt beim Verlag, damit ich vielleicht eventuell die Signatur bekomme, was ja auch dann so war. Dann habe ich mir, ich habe an Ende September, Anfang Oktober ein Buch gelesen von Stan Nadolny. Vielleicht ist schon die Rezension online, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werdet ihr das mitkriegen. Ich war ganz begeistert von der Schreibweise von dem Autor. Es hat mich so überzeugt, dass ich mir gleich drei Bücher von dem Autor noch nachgekauft habe. Und zwar habe ich mir gekauft Die Entdeckung der Langsamkeit. Das ist sein Erstlingswerk. Musste ich natürlich haben über die Kunst der Langsamkeit, die dem Rhythmus des Lebens Sinn gibt. Ja, klingt total cool. Ich bin sehr gespannt, ob mir das genauso gut gefällt wie das Glück des Zauberers.
Dann habe ich mir gekauft Ein Gott der Frechheit. Hier geht es um Hermes, der auf die Welt 1990 losgelassen wird. Und wie er da halt eben mit dem Alltag umgeht. Und Weitlings Sommerfrische, auch von Stan Nadolny. Das scheint hier ein fast düsterer Roman zu sein. Bootsunglück versetzt Stan Nadolnys Helden Wilhelm Weitling zurück in die eigene Jugend. Für den verblüffenden Weitling wird dieses Abenteuer zu philosophischer Zeitreise. Ich mag an sich keine Zeitreiseromane, aber ja, der Autor hat mich so überzeugt von seiner Schreibweise, dass ich ganz, ganz begeistert bin, neue Werke von ihm zu entdecken. Deswegen musste ich die drei kaufen. Dann habe ich mir als nächstes gekauft, es ist eine Märchenadaption, es sieht wunderschön aus und es muss das haben. Almost a Fairy Tale Verwunschen von Mara Lang. Ich glaube, das werdet ihr ganz oft noch auf BookTube sehen. Es gab auch ganz, ganz viele, es taucht auch ganz oft in den Neuerscheinungsvideos auf von BookTubern. Und ja, ich muss das haben, denn es ist eine Märchenadaption. Und es beginnt mit Es war einmal. Ich glaube, dazu muss ich nicht noch mehr sagen. Es ist halt eine Märchenadaption. Ich liebe Märchenadaptionen, wenn sie gut gemacht sind, natürlich. Aber ich lasse mich halt jetzt davon überraschen. Denn es, ja, es sieht wunderschön aus. Und dann habe ich mir ebenfalls gekauft. Und ich finde es wirklich wunderschön aufgemacht. Es ist eine super Idee. Es ist übers Crowdfunding finanziert worden und ich finde, es ist wirklich super gut gelungen. Und zwar habe ich Goodnight Stories for Rebel Girls. 100 außergewöhnliche Frauen. Aus dem Hansa Verlag. Das ist, also auf jeder Seite hat man hier einen Text und eine zu einer Frau, die irgendwas im Leben erreicht hat und, oder irgendwas bewirkt hat. Und es gibt verschiedene Zeichner, die das gemacht haben, also wirklich verschiedene Stile hat man hier drin. Aber halt eben immer eine Seite Text zu der Frau und ein Bild zu der Frau. Und es ist einfach wirklich eine, ja, als gute Nachtgeschichte kann man sich immer mal wieder eine Seite lesen. Die Bronte-Schwestern sind hier drin, Elisabeth die Erste, Evita Peron, Hatschepsut, Isabel Allende, Leila Lombardi, Kleopatra, Julia Child, also wirklich ganz, ganz viele Frauen, die irgendwas im Leben bewirkt haben, irgendwas erreicht haben, irgendwas hinterlassen haben und die werden hier halt eben vorgestellt. Sehr, sehr schönes Werk, sehr teuer mit 24 Euro für nicht viele Seiten, aber wie gesagt, es ist halt eben über das Crowdfunding finanziert worden und ja. Toll. Einfach toll. Dann habe ich mir bestellt von, ich wollte unbedingt mal wieder was von Haruki Murakami lesen. Ich wollte aber nicht ein dickes, fettes Werk von ihm lesen, denn, ja, darauf habe ich nicht so viel Lust. Aber ich habe mir mal ein ganz dünnes bestellt, die Unheimliche Bibliothek von Haruki Murakami eben. Und das ist ja ein ganz, ganz dünnes Buch mit noch Illustrationen drin und das ist genau so, worauf ich gerade Lust habe. So eine ganz, ganz dünne Geschichte, die ich schnell weglesen kann von Haruki Murakami. Hatte ich einfach Lust drauf und ich habe das auf einem Instagram-Post gesehen und das hat mich dann wieder auf die Idee gebracht, mal wieder was von ihm zu lesen und deswegen habe ich mir das geholt. Das ist die Taschenbuchausgabe für 9,99 €. Ja, ich sage jetzt nichts zum Inhalt, weil, ne? Geschichten von Haruki Murakami sind immer sehr suspekt. Hier geht es halt um eine unheimliche Bibliothek. Sagt schon das Titel. Der Titel. Dann habe ich mir bestellt zu meiner Lovecraft, von dem ich ein Riesenfan jetzt geworden bin, Bibliothek zu vervollständigen in seinen wichtigsten Werken, habe ich mir aus dieser Festa Verlag Ausgabe mit diesem wunderschönen Lederband die gebundene Ausgabe von das Necronomicon. Beziehungsweise nur Necronomicon. Das sind Kurzgeschichten. Hier ist die Stadt ohne Namen, das Fest, das Gemeindehaus, in den Mauern von Eryx, gefangen bei den Pharaonen und Berge des Wahnsinns. Berge des Wahnsinns habe ich ja schon als Einzelgeschichte drin, auch in wunderschönen illustrierter Ausgabe. Aber ich finde diese Ausgabe so wunderschön hier.
Und ich wollte halt das Necronomicon als gesammeltes Werk einfach haben und fürs Bücherregal. Und deswegen habe ich mir das geholt. Ich werde das so nach und nach dann lesen, immer wieder eine Geschichte und werde euch dann davon berichten. Ich werde mir aber so eine Sammlung von Lovecraftschen Geschichten holen. Dann habe ich beschlossen, ich möchte unbedingt alte Werke, also alte Bücher, die mich irgendwie nachhaltig beeindruckt haben, die irgendwie etwas mit der Zeit hatten, in denen ich gerade dieses Interesse dafür hatte, mich an bestimmte Situationen erinnern, aufzustocken, und habe mir daher den ersten Band geholt von Christian Jacques, Ramses, der Sohn des Lichts. Ich hatte damals, als ich das gelesen habe, in der Bibliothek so eine richtige Ägyptenphase. Ich wollte alle Bücher zum Thema Ägypten lesen und da bin ich halt auf den Autor gekommen und der hat halt diese Ramses, ich glaube, fünfbändige Reihe geschrieben. Ich habe sie damals alle weggesuchtet und habe jetzt vor kurzem wieder halt den Autor entdeckt und habe mir zwei Bücher auf die Wunschliste gesetzt, die ich noch nicht von ihm gelesen habe. Und wollte aber irgendwie auch wieder in Erinnerung schwelgen und dann bin ich auf dieses Buch gekommen und habe mir gedacht, ja, ich möchte schon in meiner Bibliothek so diese Bücher haben, die ich mich bis heute noch daran erinnere, wie ich die damals gefeiert habe. Und deswegen werde ich mir jetzt nach und nach die Bände holen. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich sie sogar nochmal. Ich bin im Moment jetzt nicht mehr so ein riesen Ägypten-Fan, aber dennoch fasziniert mich dieses Land, dieses Volk, die frühere Geschichte, die Götter, die damals gab. Und vielleicht werde ich es lesen, aber ansonsten möchte ich es einfach für meine Bibliothek haben, weil ich gerne etwas haben möchte, was ich mag im Regal, was mich erfreut und was mich an schöne Sachen erinnert. Und deswegen werde ich mir die Reihe nach und nach aufstocken. Es ist ja die Geschichte von Ramses in Romanform. Es ist kein Sachbuch, es ist ein Roman, aber auf wahren Tatsachen beruhend. Also man kann hier auch noch sehr viel lernen, wenn man sich für Ägypten interessiert. So, dann sind wir jetzt nur noch bei drei letzten Büchern, die ich mir gekauft habe. Und zwar ganz neue Erscheinungen, die jetzt gerade erschienen sind. Und zwar habe ich mir geholt Preiselbeertage von Stina Lund. Hat mich angesprochen vom Cover und vom Klappentext. Es geht hier nämlich um Ariane. Sie hat das Land ihrer Kindheit, also Schweden, verlassen, hat kaum noch Kontakt zu ihren Eltern. Und eines Tages ruft sie bei ihrer Mutter an und fragt, ob sie sie aufnehmen kann, denn sie möchte einen kompletten Neuanfang starten. Und wieso, weshalb, warum, das erhoffe ich mir hier zu lesen und ich hoffe, das ist sehr cool geschrieben und ich hoffe, es unterhält mich und ich hoffe, es gibt mir auch noch irgendwie was. Ich mag ja so Bücher, wo man halt einen Neuanfang startet, dass man irgendwie so etwas Neues ausprobiert, vielleicht auch etwas eine Lehre daraus zieht aus seinem alten Leben, was im Leben verändern will, Persönlichkeitsentwicklung, sowas mag ich ja sehr gerne. Und deswegen hat mich dieses Buch sehr angesprochen und ich freue mich da richtig drauf. Dann habe ich das neue Buch von Neil Schusterman. Ich glaube, jeder Booktuber hat es auch schon erwähnt oder zumindest gekauft oder erwähnt. Und das ist der Autor von Vollendet von der Reihe und ja, er hat einen neuen Roman rausgebracht und den musste ich natürlich haben, weil das Cover und die Geschichte total grandios aussieht und sich anhört, und zwar Skite, oder ja, ich glaube Skite wird es ausgesprochen, der Hüter des Todes. Also das Cover ist ja mal gruselig und super zugleich. Hier geht's Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. All das haben die Menschen in der Zukunft erreicht. Doch auch in einer perfekten Welt müssen Menschen sterben. Bist du bereit zu entscheiden, wer leben darf und wer gehen muss? Bist du bereit zu töten? Zu töten? Citra und Rowan sind es nicht. Klingt saugeil, oder? Und ich meine, das Cover, also das muss man sich frontal ins Bücherregal stellen. Gruselig. Aber ja, ich habe immer noch den ersten Band von Vollendet in meinem Regal ungelesen stehen. Und ich will es auch immer noch entdecken. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Deswegen brauche ich unbedingt das neue Werk von dem Autor. Ne? Macht Sinn. Komplett. Und als letztes für dieses Video und für meine Neuzugänge habe ich mir von Lauren Eve Familie Grace, Der Tod und Ich gekauft. Alle sind fasziniert von Familie Grace. Und es geht hier um ein Mädchen, River, die eine Außenseiterin ist und unbedingt zur Familie Grace dazugehören möchte. Und dabei geht sie auch über Leichen, wenn es sein muss, nur um dazuzugehören. Doch Familie Grace hat irgendwie
mehr Geheimnisse, als man ahnt. Ja, das Cover hat mich angelächelt, ich habe dann die Story hinten gelesen und ich bin bereit, alles zu tun, um eine von ihnen zu werden, steht hier hinten drauf. Und ich finde, das klingt so cool. Es ist halt nicht sehr dick. Ich denke, daher wird es halt auch nicht so schwer zu lesen sein und nicht so lange auf meinem Sub bleiben. Aber ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall. Mein Mund ist trocken, mein Akku blinkt und ich glaube, das reicht auch für die Neuzugänge. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr irgendwas davon kennt, wenn ihr irgendwas mit mir lesen möchtet. Ich bin gerne bereit, auch mitzulesen mit jemandem. Ja, ich, Projekt Superbau wird demnächst starten und ja, schreibt mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr meint, ich bin verrückt, weil ich so viel kaufe und abonniert mich doch, das würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos dabei seid und ansonsten sehen wir uns demnächst im nächsten Video. Macht's gut, kauft euch was Schönes oder auch nicht. Bis dann.